Hi, hier ist Angie alias Dirty Angel. Das ist jetzt mein erster Vlog und ich dachte mir einfach, ich muss jetzt ein paar Sachen klarstellen, weil ich kriege so viele E-Mails, wo ich denn jetzt bin bei Facebook und was denn mit meinen Videos, Ballonvideos los ist. Ja, zu den Ballonvideos muss ich dazu sagen, hatte jemand was dagegen und hat mich durchgehend bei YouTube gemeldet und ich konnte machen, was ich will, obwohl ich die Rechte habe und die wurden leider dann rausgenommen. Ich werde sie aber bald wieder für euch hochladen. Bei Facebook ist es so, Facebook hat mich gesperrt, schon seit 2 Wochen, weil die denken, das ist nicht mein richtiger Name. Es ist ja auch nicht, es ist ja auch eine Abkürzung, beziehungsweise ein Künstlername und deswegen ist jetzt erstmal alles gesperrt. Und da ich das Ganze nicht einfach verlieren will, bitte ich euch, jeder, der mich wieder auf Facebook sehen will, meine Artist-Seite und die ganzen Fotos zurückhaben möchte und die Videos, denen das Gepostet von mir nicht auf die Nerven geht, schreibt mir euren Namen oder noch besser, macht ein Video von euch, wo ihr einfach nur sagt, lasst Angie Müller zurück zu Facebook oder irgendwas, lasst euch was einfallen, ich schneide das dann zusammen und lade es dann hoch und schick's Facebook direkt, weil das kann so nicht angehen. Andere Leute heißen beispielsweise Co. Ra und werden nicht gesperrt, weil sie nicht den richtigen Namen angeben. Ja, so, was jetzt bei mir noch kommt, das ist, dass ich jeden Sonntagabend um 20 Uhr ein neues Video für euch freischalte, beziehungsweise hochlade. Die findet ihr dann hier. Und hier. Dazu gehören eben auch die Ballonvideos, Ultimo-Videos, das vom Fernsehen jetzt dann am 8.1. kommt, Après-Ski, was wir als Gogos so hinter den Kulissen erleben. Und ja, ein paar andere verrückte Sachen. Mal schauen, wie es euch gefällt. Alles Weitere, was von YouTube geblockt oder gesperrt wurde, wegen mancher Songtitel, findet ihr in Zukunft da, bei meinem Video. Das war's dann eigentlich auch schon wieder. Ich sag Dankeschön an all die ganzen treuen Fans und lieben Leute da draußen, die mich nicht die ganze Zeit bei Facebook anzeigen, wegen irgendwelcher Fotos, Videos oder Namen. Ja, bis bald und ich hoffe, ich komme bald zurück zu Facebook. Hier meine weiteren Termine. Bye!